Und nun müssen wir noch, möchte ich noch, die letzten beiden natürlich platzieren. Objekte. Kann ich auch, glaube ich, gerade platzieren. So. Ich will den da jetzt nicht so doof platzieren, weil... Ist mir egal, ich platziere den jetzt einfach so. Dass du ihn von hier gut erreichen kannst, dann passt das schon, ne? Weil ich glaube, da kommst du von oben nicht sofort drauf auf den Checkpoint. Also von hier solltest du es, glaube ich, nicht schaffen, weil der müsste zu weit weg sein noch. Komm, sei zu weit weg. Obwohl, wenn man es schafft, warum sollte man es nicht machen? Warum kann man nicht auch einen risikoreichen Weg einbauen, ne? Sieht gut aus. Ja, lassen wir so. Wer es schafft, der hat es halt geschafft. So. Jetzt kommst du. Nee, das ist zu lang. Boah, man muss so aufpassen, ne? Das ist auch nicht gut. Ich mach's einfach in die andere Richtung. Nee, das ist auch nicht gut. Ich könnte es in die Richtung machen. Ja, wir machen es so. Wir machen das in die andere Richtung einfach. Ich baue jetzt, wie gesagt, wir machen das jetzt auf. Wir gehen jetzt auf Nummer. Auf Nummer sicher sozusagen, ja. Dass uns hier nichts anbrennt mehr. Denn das wäre blöd. Oh, nee, nicht speichern gerade.
Nein. Nein. Ja. Hä? So. Ja, moin. Geht das jetzt an, wenn ich da drauf springe? Ja, das ist gut. So. Denn das ist Vorbereitung. Gewesen. Nee, das ist ein Level, das habe ich schon, das ist schon älter, das Level, Tatsache. Und ich hatte aber irgendwie noch eine Idee und wollte die Idee unbedingt noch umbauen. Aber jetzt gerade fällt mir leider auf, dass die Idee ein klitzekleines Problemchen hat, was ich nicht bedacht habe, was mir jetzt erst auffällt, wo ich die Einleitung zu dem bauen wollte, was ich mache. Deshalb passt das jetzt nicht so, wie ich möchte gerade. Unpraktisch. Leider. Kann ich die rotieren? Wenn ja, wie? Ich kann die auch in alle Richtungen rotieren. Ja, meine Idee hat eine Lücke und ich habe, also beziehungsweise da hat es klappt nicht so ganz wie geplant. Weil Monsieur aka ich leider gewisse Sachen nicht bedacht hat. Ist egal. Dann ändere ich es halt irgendwie um. So. Denn was nicht passt, wird bekanntermaßen passend gemacht, ne? Deswegen plane ich einfach eben kurz ganz minimal um. Ist das bündig?
So. Dann kommst du dahin. Wenn ich dich drehen kann, wie kann ich dich drehen? Okay, so auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Und was ist A und D? Ist das okay? Jetzt sage ich ab. So. Warum hat das denn jetzt alles Verbindungen? Ich möchte nicht, dass es alles Verbindungen hat. Hallo. Knopf erstmal wegmachen. Erstmal Knopf wegmachen. Dann kann man planen. Ich habe auch voll die Mitte getroffen. Sieht das da schon besser aus? So, dich machen wir auf jeden Fall an. Hab ich dich nicht gerade angemacht? Ja, habe ich, okay. Warum bist du nicht an? Jetzt bist du an. Okay. Du bist auf jeden Fall stark. Du bist normal. Nur normal, aber weit. So. Das ist schon mal gut. So. Die beiden müssen jetzt auf so, die müssen beide gleich sein. So. Jetzt habe ich nämlich das Problem, dass ich davon keine mehr habe. Davon brauche ich aber welche. Das ist aber nicht so schlimm. Weil ich habe hier welche, die haben auch einen Rand. Das ist, ob die einen Rand haben oder nicht, ist... Oh Gott, das ist zu groß. Gibt es die auch einen kleinen? Bekomme ich nicht auch einen kleinen? Ist. Ich hasse es noch mehr. Ja, das Blöde ist halt, dass mein Plan jetzt nicht mehr gut funktioniert, aber ich glaube, ich habe es geschafft, umzuplanen, sodass es klappen kann. Du musst jetzt hoch. Ja, ist jetzt alles ein bisschen... Ja, sieht jetzt halt ein bisschen lustig aus, weil natürlich jetzt hier das eine Ding falsch ist sozusagen, aber ist egal. So. Hm.
Jetzt müsste ich eigentlich das Ziel rüberholen, was hier ursprünglich mal da war. Denn du wechselst die Position, mein liebes Ziel. Aber erstmal mache ich hier das weg. Weil ihr müsst jetzt. Ich hätte es in der Luft schweben lassen sollen, so als Verwirrung. So, alle sind verwirrt. Hä? Warum ist das da? So, und jetzt. Effie down. So. Ja, ich möchte ein Objekt platzieren, bitte. Und zwar möchte ich dieses Objekt platzieren. Und zwar möchte ich das gedreht platzieren. So ungefähr. Und oben natürlich. Weil wenn man unten war, möchte man ja auch vielleicht gerne wieder nach oben kommen, ja? So, und jetzt brauche ich den hier unten, den da. Oh, meine Idee ist so kompliziert einfach, ne? Ich kann gar nicht gut kommentieren, weil meine Idee einfach so... So ist, dass ich so denke, so, ja, ich habe das voll, ich habe auch, ich hab eine genaue Vorstellung im Kopf und so, wie ich das haben möchte. Und dann ist es immer schwer, wenn ich dann so ganz leise bin, weil ich konzentriert das Ding baue, weil ich halt nicht so richtig, ich möchte, dass es blöd wird. Weil ich meine Idee jetzt sowieso schon ein bisschen anders machen muss als geplant. Das ist super. Als geplant, und dann ist es so, konzentrieren. Das ist schon okay, das ist okay. Wenn das okay ist, das ist okay. Jetzt brauche ich. Ich brauche davon drei Stück. So, und jetzt muss ich die drei nur richtig platzieren, bitte, weil sonst wäre es Katastrophe. So, und jetzt muss das dazwischen passen. Wenn das dazwischen passt, ist alles gut. Dazwischen. Super. So. Nein. Stopp. Halt. Stopp, Polizei. So, jetzt muss der hier. Nein. Der hier muss aus. So. Warum bist du wieder angegangen? Ich habe gesagt, du sollst aus sein. Willst mich doch jetzt veräppeln hier, oder? Ich habe gesagt, du sollst aus sein. Dankeschön. Danke, dass Sie ausgegangen sind. Jetzt muss ich dich kopieren. Und so ein bisschen schräg platzieren. So, jetzt. Passt so. So, und da möchte ich jetzt. Im Optimalfall das Ziel hinmachen, wenn das funktioniert. So wie ich das möchte. Ich kann davon noch eins bauen. Wir könnten noch eine Etage höher. Machen wir noch eine Etage höher? Einfach weil wir es können. Ich meine, warum nicht, ne? Ja, komm, eine machen wir noch. Und das ist aber dann die letzte Etage jetzt hier. Oh, zack.
gehst du wieder nicht an hier, oder was? Und hier machen wir... Ja, dann musst du das Ding hier nochmal kopieren. Richtig schlimm, ey, dass ich das jetzt die ganze Zeit kopiere. So, jetzt... Aber so kommen wir wieder ein bisschen nach oben. Das ist ja so ein, auch so ein Auf und Ab in dieses Level hier, ja? Das ist ja auch bewusst so gewählt. Und jetzt, hoch. Das kann noch ein ganzes Stück höher. Warum mache ich das direkt so hoch und so übertrieben hoch? Weil ich weiß, dass dieses Ding dann auch noch höher kann. Nee, nicht so, sondern höher bitte. Ab ist er. So, dann können wir hier nämlich auf diese Plattform die ersten Hämmer packen. Und dann haben wir hier... wo ist denn das Ziel? Da ist das Ziel. Wie das Spiel sich freut, dass ich das Spiel platziere, das Ziel platziere. Dann hätten wir hier so das Ziel. Und das hier möchte ich kopieren, bitte. Ich möchte das noch drehen. So, und das noch einmal 180 Grad drehen. Und platzieren. Okay, jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Das ist ein bisschen... Gleich wird es ein bisschen, muss ich ein bisschen überlegen. Und das ist nicht ganz richtig hier. Das ist nicht gut platziert hier. Das ist falsch. Es muss so sein. Es muss schon passend sein, ne? Weil ich möchte das ja noch mit Knöpfen und so ausstatten. Und Hämmer kommen ja auch noch dazu. Wenn ich ein Finale mache, dann mache ich es richtig. Vor allem, es ist halt schon nicht mehr. Es ist leider schon nicht mehr das Finale, was ich ursprünglich haben wollte. Von welcher Richtung drehst du dich? Oh ja, du drehst dich auch richtig rum, das ist gut. Jetzt musst du nur noch gut platziert sein, sodass. Wie das geht? Achso, wegen dem Ziel geht das nicht, ne? Du denn so langsam? Ich hab dich doch schon auf Fast gestellt, oder nicht? Okay, ich muss dich auf Yeet stellen wahrscheinlich, ne? Damit du Power gibst. Ja, genau so möchte ich dich. Was sind das hier für komische Luschendinger? So. Das müssen wir auch vernünftig machen hier, ja? Nein. Okay, aber das Strong hat er übernommen. So. Und ihr müsst höher und weiter nach vorne, bitte. So ungefähr. Damit ihr einladend auf den Yitu schiebt.
So. Jetzt kommt der komplizierte Teil. Nee, noch kommt nicht der komplizierte. Erstmal verteile ich die Hämmer. Dann ist das nämlich noch nicht so kompliziert. Ups. So ist richtig. Am besten noch. Toll, jetzt habe ich außerdem das Objekt nicht platziert. Fäuste von allen Seiten. Nee, das möchte ich nicht. Das ist, ich habe diese Elemente ja ganz bewusst gewählt und es werden auch nur drei Hämmer. Also es ist nicht jetzt, es wirkt übertrieben, aber es ist, ich möchte, dass es dem Level gerecht ist. So, und deswegen, der dreht sich in die falsche Richtung. Kann man das einfach, kann ich das einfach ändern? Nein, kann ich nicht. Toll. Rotieren um das Blaue. A und D. Und Steuerung C. Steuerung V. Aber auch du musst dann natürlich rotiert sein. Weil sonst klappt das nicht. Ich möchte erstmal nur die drei.